Sie nur zum Rexona hin? Welche Größen haben die eigentlich? Damit habe ich mich noch gar nicht näher befasst. Warte mal. Also wir haben hier. Steht das da auf dem Schild? L zum Beispiel. L, L. Ich schätze, hier habe ich ein L. Ja. Dann habe ich hier auch noch, glaube ich, einmal L. Nee, das ist XL. XL, das ist doch gut. XL gut. Ja, dann kriegst du das, super. Das volle Set. Mensch. Und das Duschgel dazu. Und gib mir das zu oder muss ich das abholen? Das wäre allerdings gut, wenn du das abholen könntest. Gut. Jan sagt, das können wir nicht verschicken. Gut, dann. Der ist schließlich unser Oberpostdirektor. Ja, okay, dann ist das ein Preis. Sehr gut, dass du darauf gekommen bist. Ich bedanke mich. Recht herzlichen Dank. Bitte. Schönes Wochenende. Und tschüss. Ach, tschüss. Tschüss. Oh, jetzt war da noch was zu und jetzt ist sie weg. Aber schön, wenigstens, dass du mit dem Preis hingehauen hast. Sonst kannst du mich ja fragen, falls du mich jetzt gerade noch hörst, wenn du dann hier bist und das abholst vielleicht. Hallo, hier ist Dieter. Hallo. Hallo, du bist jetzt dran. Jo. So läuft das hier. Jo, ne? Wer bist du? Ich bin Thomas aus Wentorf. Aus Wentorf? Ja. Das kann doch nicht angehen. Ja, Weltstadt, ne? Aber wie, du, wirklich? Vielleicht haben wir ja zwischendurch auch noch einen Anrufer. Ach ja, hatten wir ja gerade schon, eine Anruferin aus Hamburg. Sonst haben wir jetzt 90% Wentorf. Ja, ist gut, ne? Ja. Ja, wollen wir aber auch dann ganz Wentorf durchhaben jetzt. Ja. Wir suchen jetzt Kirschblüten. In der vollen Blüte stehen sie schon. Kirschblüten? Ja. Du hilfst mir, ne? Ja. Also es sind rosane Kirschblüten. Ja, und wo ist die Kamera? Die Kamera ist in Wandsbek, am Wandsbek Markt. Und irgendwo da blühen Kirschen. Hoffe ich. Jan sagt das. Da rennt gerade jemand weg. Nee, er ist es nicht. Okay, dann bleibt er dabei bei seiner Aussage. Okay, rosa, ne? 60 Sekunden. Ja, genau. Ab jetzt. Aufzoomen. Stopp. Links. Aufziehen. Links. Hoch. Oh. Ja, rechts. Ja, wenigstens bist du da schon mal im Grün, wo du dich umguckst jetzt. Ja. Und runter. Stopp. Links. Ja, rechts, rechts. Ah, du guckst zu. Das ist der Trick. Halt, 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 halt. Links, runter, stopp. Sind die das? Links, runter, stopp. Ich würde sagen, Jan sagt nein. Nein. Ich erkenne das nicht. Also die sind rosa. Jetzt kann ich dir auch nicht sagen, was das dann ist. Jan, zeig mal eben bitte, damit wir das vergleichen können mit Kirschblüten. Jan? Oh. Ja, komm. Die sind so klein, die kann man nicht sehen. Ja, man hätte die schon finden können, aber ich wäre jetzt auch drauf reingefallen und hätte die anderen dafür gehalten. Ich weiß aber auch gar nicht genau, wie Kirschblüten aussehen. Jan, so sehen die aus. Ne? Jan ist ja gelernter Gärtner, unter anderem. Daher. Jan, nicht mal einen Trostpreis, meinst du? Ja, doch. Guck dir das mal an, sowas. Das finde ich auch. Toastpreis? Doch. Genau. Also wenn sogar Chippendale Dancer Andy das sagt, dann ja. Das war eben die Entscheidung. Ja. Das heißt, ich biete dir an, das sind ja eigentlich Hauptpreise alles. Wie wär's mit, kleinen Moment, spektakulär? Wieso ist das überhaupt ein Trostpreis hier? Kennst du die? Nö. Was ist das? Die waren hier im Studio. Deutscher Hip-Hop, sehr witzig. Zeig mal, was du da noch hast. Ich zeig mal, was ich da noch hab. Zwei zeige ich dir noch. Dann Careless Whisper, kennst du das auch von George Michael? Das von Leroy und Eddie. Oder eine alte Dune, das ist ja schon ein Klassiker. Etwas zerkratzt, aber wird schon hoch gehandelt. Rainbow to the Stars. Dann nehme ich die Dune. Ja? Ja. Okay, ich gucke auch nochmal, ob ich noch eine unzerkratztere Hülle finde und dann kriegst du die. Siehst du wohl. Tja, nun wissen wir beide, wie Kirschblüten aussehen, ne? Ja. So, das ist auch Sinn der Sendung, dass man hier sowas lernt. Und wir gemeinsam lernen. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, mach mal. Dann grüße ich meinen Bruder Gerrit, meinen Vater, Thomas Klitzke, Martin und alle, die mich sonst noch kennen. Okay. Ja, dann mal ein schönes Wochenende. Die da kriegen noch ein Autogramm von dir? Nee. Warum nicht? Gute Frage. Okay.
Und von Piqué auch noch? Ja. Okay. Gut. Danke. Also, tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dieter. Hallo, hier ist Alexander. Alexander. Ja. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre noch kein Auto. Ach so, wie alt bist du denn? Also, ich habe einen Führerschein, aber ich kaufe mir erst am Wochenende jetzt eins. Ja? Mhm. Ja, bin auf der Suche mit zwei Kumpels. Was soll das denn werden? Ja, wahrscheinlich ein Golf oder so. Der Porsche muss noch warten. Es gibt ja auch Postgolfs, ne, mit LKW-Zulassung, zurzeit noch schön günstig. Ja, ich weiß, aber... Willst du nicht von der Auktion oder so? Ja, nö, finde ich so interessant. Aber trotzdem wollen wir die jetzt suchen. Also. Weil ich habe irgendwie gefühlt, dass du Autos suchst und jetzt suchen wir Postgolfs. Jan meinte, etwa 12 auf einem Haufen sind das. Und welche Farbe die haben, den Tipp kriege ich nicht. Nee, das tut mir leid, das kann ich dir nicht verraten. Ich kann dir nur sagen, wo die Kamera ist. Mhm. Auf der Innungskrankenkasse. Ja, gut, alles klar. Also Autobahnauffahrt Stelling ist das, Kieler Straße. Ja, gut. Okay, versuch jetzt mal. Ja, fährst du schon. Eine Minute hast du Zeit, ab jetzt. Kann ich auch vielleicht. Ja, vielleicht auch. Okay, einmal aufziehen dann. Einmal aufziehen. Und stopp. Rechts. Stopp. Bisschen runter. Ja. Links, stopp. Links. Stopp. Bisschen höher. Nee. Also, ich kann dir keinen Tipp geben. Ich habe den Eindruck, du bist da ganz ich gut. Ja, so, ja, gut. Dann ja, ein bisschen höher. Stopp. Mal ranzoomen. Wo, das sind sie. Nach rechts vielleicht? Ja, stopp. Ja, nach rechts. Ja, ja. Du wolltest wohl nach rechts und da habe ich dich, glaube ich, davon abgehalten. Aber ich dachte, das wäre sehr. Richtig, ja. Was du da machen würdest. Ja, gut. Also ein Tipp ist nämlich rechts von der Autobahn, sagt Jan. Achso, stopp. Stopp, links. Halt. Ja, wieder rechts. Ja, das war. Du hast ja gerade Halt gesagt, als sie gerade eben zu sehen waren. Ja, gut. Auf den letzten Drücker, aber. Da es noch ein legitimierter Tipp war von Jan. Ja. Hier ein zugelassener von ihm, ja. Gilt das auch. Auf den letzten Drücker, aber immerhin. Ja. Also falls du am Wochenende keinen findest, da stehen immer Unbeaufsichtigte, ne? Ich werde es mir merken. Okay. Gut, dann kommt es jetzt auf deinen Preis auch an, dass wir dich auch wirklich zufriedenstellen. Ich könnte dir auch das Rexona Hygiene Glücksset anbieten. Ja, aber das müsste man sich abholen, ne? Wie bitte? Das müsste man sich abholen. Das müsste man. Oh nö, da habe ich keine Lust zu. Gut, dann musst du das nicht. Dann kannst du dir eine CD aussuchen. Ja. Blümchen, hast du irgendwas noch? Nix mehr. Gar nichts mehr. Blümchen ist immer sofort aus und unser Lieferant bringt da nichts mehr. Hab ich schon gedacht. Ja, dann sag mal Sascha mal. Ach, guck doch nochmal eben. Ja. Mal mit Sascha zusammen darauf. Also, oh, du hast da auch noch ein Blümchen entdeckt. Das stimmt, da ist ein Blümchen. Wo denn? In der unteren Reihe, da. Ach ja, ja, hervorragend. Dann kriegst du die. Ja, wunderbar. Ja, dann mal viel Glück bei deiner Autosuche am Wochenende. Kann ich gebrauchen. Dankeschön dann, ne? Was soll das denn werden? Sag mal eben. Was? Ach so, Golf, ja, meintest du ja, ne? Golf 2 dann? Ja, wahrscheinlich. Den finde ich auch noch sehr schön. Mag ich immer noch lieber als den 3. Sicher. Ja, ist ein schöner. Ja, finde ich auch. Ja, dann mal viel Glück und die schicken wir dir zu, dann musst du dich nicht aus dem Haus bewegen. Vielen Dank, alles klar. Okay, ciao. Tschüss. Wieder. Ne, die Leute heute wieder. Das gefällt mir. Gestern waren irgendwie alle so ein bisschen dröhnig, ne? Alle. Naja, jetzt kommen wir erstmal zu unserem Briefwunsch eigentlich. Und zwar wird heute Frank 19 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Frank, zu deinem 19. Geburtstag. Dein Bruder Ralf hat uns geschrieben und hat sich tatsächlich für dich gewünscht, vielleicht stehst du so auf Kyra oder so, man weiß es, Pharao mit Temple of Love. Far beyond reality, but so close to your heart. The temple of love. We'll be right back.
haben noch mehr Geburtstagsglückwünsche für heute, aber das ist später angekommen. Da gehe ich natürlich einfach nach der Reihenfolge des Eintreffens. Diesen Wunsch von Ralf hatte ich schon länger auf dem Schreibtisch liegen. Schon gleich, wenn ich den ersten kriege für ein Datum, wird er eingetragen. Diese Karte habe ich erst heute gekriegt, aber ich wollte sie auch noch. Da hat es eben jemand genau pünktlich so abgepasst. Aber das war zu spät, da hatten wir schon unsere Möglichkeit verplant. Habe ich aber trotzdem noch was. Für Thorsten herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute von Dennis und Heike. Und du hättest hören sollen, A Different Beat von Boyzone. Hörst du jetzt aber nicht, aber trotzdem. Jan, bist du gerade da? Komm doch mal her. Aber Jan und ich haben lange vorbereitet. Ach, da bist du gerade. Dass wir dir ein Geburtstagsständchen bringen. Ne? Guck mal, wir haben dafür den Wunsch nicht mehr spielen können, weil wir schon einen hatten. Von Dennis und Heike für Thorsten. Okay, Thorsten, wollen wir erst zu zweit sagen, das ist von Dennis und Heike? Es ist von Dennis und... Von Heike. Ja, und singen der... Wir doch. Sing jetzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alles Gute und alles Liebe für dich. Essen, trinken, Thorsten. Alles im Haus. Und noch viel Geld lieber Thorsten, für dich. Und alles und wünschen so weiter. Wir dir, lieber Thorsten. Sauber. Schönes Wochenende. Ach, danke, Jan. Sauber. Der war so laut, den mussten wir killen, künstlich. Ja, okay. Ich hoffe, das hat dich viel mehr gefreut, als wenn Boyzone für dich gesungen hätten. Und damit kommen wir mal zu unseren E-Mails. Oh, der Freitag ist, geht zu den E-Mails. Machen wir mal sehr gern bequem ja dazu, nicht? Dieter@hamburg1.de, unsere Adresse, unter der ihr natürlich die ganze Woche E-Mails schicken könnt. Grüße an alle Friedrichsgaber, Glashütter, Haxheider und Garstädter. Das nur einfach so ganz kurz. Da dachte ich, geht das nicht weiter, aber es geht einfach gar nicht weiter. Ich dachte nur, weil ich ja selbst, ist ja gar kein Geheimnis, in der Gegend wohne, dachte ich, mach ich mal, ihr seid alle so nette Nachbarn. Keine doofen Nachbarn da erlebt. Doch gestern die Alte, die aus dem Fenster geschrien hat. Aber sonst, die habe ich da mal geholt. Und Dieter@hamburg1.de ist auch noch angekommen. Das folgende E-Mail, das den Inhalt hat, was für eine komische Stimme du mal kriegst zwischendurch. Das den Inhalt hat, den ich euch hiermit gerade vorlesen wollte. Aua, Dieter, du alter Showmaster. Aber lassen wir das rumgeschleime, hab gehört. Was hast du gehört? Das soll out sein, was? Oder was hast du dazu? Meine Eltern haben sich eine S-Klasse gekauft mit allen Schikanen. Du, und da, als ich das gelesen habe, eben habe ich gedacht, warte mal, die Karre ist der helle Wahnsinn. Da wollte ich mal sagen, da musst du mal die Fahrzeugdatenkarte 2, die letzte Seite im Checkheft rüberfaxen. Dann können wir erstmal sehen, was sie haben, ne? Also sagen wir mit 470 natürlich, 471, 466 ist Serie und so weiter. Was für ein Lack hast du da? Und das wollen wir erstmal alles sehen, bevor wir hier das so stehen lassen, nicht? Dann könnt ihr nicht mal die erste Dieter-Sendung zeigen. Das wäre das Größte, ja. Ich glaube, ich habe sie vernichtet. Ich glaube wirklich, ich habe die nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit aufbewahrt, dreiviertel Jahr oder so. Habe da immer noch mal reingeguckt und habe gedacht, oh Gott, warum soll ich das aufbewahren? Und habe viele Kassetten weggeschmissen. Anton, störe ich dich? Und ich glaube, die erste Sendung ist auch mit dabei. Ich möchte noch ein paar Leute grüßen. Simon, Kea, Dominik, Jessica, Gesa, Verena, danke. Und Dieter, die werden sich aber freuen. Du bist der Größte. Vielen Dank. Grüße an alle Onliner der Stadt. Ja, aber immer wieder lese ich doch, Dieter, und höre, zeige die alten Sendungen. Aus dem ersten, aus dem kleinen Studio, als die Sendung auch noch gar nicht live war. Und eine Zeit lang war sie dann auch live aus dem Studio. Ach, wir haben da jedenfalls viel rumprobiert. Und das werde ich auch tun. Nämlich bald. Ich bin nämlich bald schon im Urlaub. Ab dem 17. bin ich weg für 2 Wochen. Und in der Zeit werden euch höchstwahrscheinlich, wenn nicht... Ey, hörst du mal auf! Ganz komische Sachen dazwischen kommen. PK, Nina, Malisa erheitern. Jan wird sicher mit dabei sein. Anton, die möchte ich noch vorlesen. Dankeschön, Anton. Und da kommen auch alte Sendungen dann nochmal mit rein. Ja. Und ich werde mich auch zwischendurch immer kurz melden. Na gut, erstmal kommt hier aber eine Tafel, die uns sagt, gleich geht's weiter. Er kommt nach Deutschland. Und zwar ganz in eure Nähe. Michael Jackson gastiert mit seiner History World Tour 97 am Freitag, den 13. Juni in Kiel. Und wir bringen euch hin. Für nur 129 Mark gibt's die Eintrittskarte, die Bahnfahrt und den Transfer zum Veranstaltungsgelände. Alles inklusive.
Infos und Buchungen bei Menzel Tours unter der Nummer 040 37 00 73 65. Erlebt den King of Pop mit Menzel Tours, der Deutschen Bahn und Hamburg 1. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Über 5 Millionen Leser informieren sich Woche für Woche mit Fokus. Lesen auch Sie Nachrichten ohne Umwege. Fokus kommt schneller auf den Punkt. Überzeugen Sie sich selbst. Wählen Sie 0130 3009 und testen Sie Fokus 10 Wochen lang für nur 36 Mark. Als kleines Dankeschön erhalten Sie die Original-Fokus-Mini-Datenbank. Rufen Sie jetzt an 0130 3009. Wir schicken Ihnen postwendend die Unterlagen zu. Schwelgen Sie im klassischen Sexy Soul der 60er und 70er Jahre und den neueren, stimmungsvollen Songs von Künstlern wie Vanessa Williams und Sade. Lassen Sie sich einfangen von Body Talk, der neuen Kollektion von Original-Soul-Hits, die es so noch nie gegeben hat. Per Post von Sounds Direct. Body Talk bringt Ihnen 60 Klassiker, einen Hit nach dem anderen. Eine Auslese unter den besten Soul-Interpreten der Welt. Body Talk bringt Ihnen die hautnahen Töne von Marvin Gaye und Natalie Cole. Und weiche, romantische Klänge. We Always von Atlantic Star und Suddenly von Billy Ocean. Body Talk präsentiert Joan Armatrading, Gloria Estefan, Luther Vandross, Barry White, Hot Chocolate, die Pasadenas, Aretha Franklin und viele mehr. Diese Kollektion von 60 Super Soul Hits gibt es in keinem Geschäft. 4 CDs für nur 99 Mark. Oder 4 Kassetten für nur 89 Mark. Rufen Sie gleich eine dieser Nummern an. Body Talk von Sounds Direct. Ein Sound, von dem man träumen möchte. Testen Sie Fokus 10 Wochen lang. Rufen Sie jetzt an. 0130 3009. Matze Becker und Stefan Heller. Freitagabend um 23.30 Uhr präsentieren wir Ihnen einen bunten Strauß internationaler Melodien von Josie, Hamburgs beste Coverband. Sie sind natürlich eine Coverband von Peter Maffay. Außerdem haben wir Captain Jack dabei. Wir haben das beste Mikropublikum der Welt mit dabei im Classico. Und wir werden noch unser Lied singen. Hamburg, wir lieben Hamburg. Diese CD gibt es jetzt überall zu kaufen. Bitte kaufen Sie diese CD. Sie unterstützen damit die Becker-Heller-Stiftung. Wir warten noch mal einen Augenblick, dass Sie sich dieses Cover einprägen können. Stefan, ich habe ein gutes Gefühl. Die erste Late-Night-Show der Stadt. Becker und Heller. Heute um 23.30 Uhr bei Hamburg 1. Und nun zurück zu Dieter Live. Freunde, ich fass das gar nicht. Habt ihr das schon gesehen? 20 Grad. Also ich habe das gerade eben erst noch mal mündlich mitgeteilt bekommen haben müssen. Weil ich das sonst gar nicht erfasst hätte. 20 Grad haben wir draußen. Es ist so plötzlich sehr, sehr schön geworden. Also es ist leicht schwül, aber die Sonne scheint schön. Es ist richtig schön. Also tennismäßig sage ich auch nur ideal. Ja, aber der Gewinner von gestern hat seine Karten auch tatsächlich abgeholt für den heutigen Tennistag. Und nachher gibt es ja noch mehr zu gewinnen hier. Und ich wollte euch nochmal daran erinnern, weil ich gerade noch mehr Geburtstagspost gesehen habe. Langfristig ist kein Problem. Geht auch inzwischen nicht mehr verloren. Alles, was Thema Geburtstagspost ist, wird mit einem Tesastreifen versehen, bei mir an den Computer geklebt und bleibt da auch tatsächlich, wird dann richtig eingetragen. Bloß nicht zu spät. Weil gerade die Post, da wundert mich manchmal, dass Sachen innerhalb Hamburgs auch mal 4, maximal 5 Tage unterwegs sein können. Das ist schon sehr eigen, diese Auslegung der Beförderung innerhalb von 24 Stunden oder von einem Tag auf den anderen. Naja, aber erstmal dachte ich, telefonieren wir etwas zum Beispiel mit wem? Hallo, hier ist Dieter. Hi Dieter, hier ist Christian. Christian? Ja. Ist das ein Schweizer Name? Hä? Christian? Nee, Christian. Ach so, Christian, woher kommst du? Aus Langhorn. Du bist jetzt 14, nicht? Ja. Irgendwie wird mir das ja einfach so genommen.
Christian? Nee, nur Christian. Ach so, nicht entschuldige. Christian. Ja, ich bin da manchmal etwas schwer von KP. Weißt du? Mhm. Habt ihr auch ein Kanapé zu Hause? Nee. Was ist denn das? Das kann man essen. Manche setzen sich darauf, aber die meisten wissen sich zu benehmen und essen das. Ja, so in der Art. Ach so, nee, ich glaube nicht. Was machst du denn jetzt bei dem geilen Wetter am Wochenende? Das sollen wir sogar noch ein bisschen behalten. Ja, Fußball spielen und nachgeführt und Referat pauken. Oh, für ein Referat pauken bei dem Wetter? Ja. Was für ein Referat denn? Über den Islam. Über den Islam? Ja. Mhm. Dann bereite dich mal ordentlich vor. Nicht, dass du irgendwas Falsches sagst und wer weiß, was dann passiert. Machen wir Game-Time? Nö. Oh, bitte. Nee. Also ich dachte, du erzählst jetzt schon mal ein bisschen über dein Referat, so im Vorwege. Ja, ich habe damit noch gar nicht angefangen. Und wann sollst du das halten? Montag. Am Mittwoch. Und dann hast du damit noch gar nicht angefangen? Nö. Ja, ich habe schon 3 Sätze geschrieben, aber... Liebe Mitschüler, heute referiere ich zum Thema Islam. Der Islam. Und dann hast du aufgehört, ne? Das war so der begonnene Dritte und jetzt wird's ja... Ja, und dann warst du geschafft. Zu sehr in die Tiefe. Und wie leicht wird dir das eigentlich gemacht? Wird da genau vorgegeben, das ist in den und den Büchern, auf den und den Seiten? Oder musst du das auch schon ganz selbst rausfinden? Nee, auf den und den Büchern und auf den und den Seiten. Naja gut, dann kannst du auch Mittwochmorgen anfangen, glaube ich. Damit. Ja. Nee, aber Game Time nicht mehr. Nur einen Clip wollen wir noch spielen für dich. Damit. Ja, Blue Boy mit Remember Me. Ehrlich? Ja. Ja, dann machen wir das. Wollt ihr jemanden grüßen, irgendjemand was sagen? Ja, ich grüße Timo, Pierre, Tobi, Esko, Oma und ja, Markus und Vater und alle, die mich kennen. Ja, alles klar. Ja. Dann haben noch ein schönes Wochenende. Danke gleich. Und fangen dann am Wochenende will ich noch nicht mit dem Referat an. Das lohnt sich nicht. Ja. Okay. Ciao. Tschüss, Christian. Tschüss.
gehen, ding, 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 ding. Freunde, ich habe die Autoliste tatsächlich komplett hingekriegt. Und ich dachte, ich werde sie dann doch mal eben beantworten, lieber KTW, KTW. Also es ging los im Sommer 1989. Ich lese jetzt einfach so runter, ohne dazu zu sagen, wie lang jeweils welchen. Das kann man sich dann auseinanderrechnen. Capri, Kübel, 6er BMW, Camaro, VW Bus, 3er BMW, MX5, Terrano, 944er, C180 Elegance, 300 SE, Frontera, 560 SE, 190er 2,6, 420 SE, 500 SE. Siehst du wohl? Ist da eine Linie drin? Oh, nicht ganz, aber es kommt immer doch wieder zu einem so zurück, nicht? Bei allen Wechseln, die es so zwischendurch gibt, ausprobieren, jetzt habe ich keinen Bock mehr auszuprobieren. So, und nun würde ich sagen, erwartet uns hier ein Cash. Warte mal, wo sieht das gut aus? Da? Da circa, ne? So, Cash, weißt du? Ja, das kommt gleich hier. Das war noch nicht ganz die richtige Stelle, die ich gezeigt habe, glaube ich. Hier so. Da? Da etwa. Warte mal. Na, ja, sagen wir mal, da gleich. Jedenfalls geht es gleich wieder um. Was soll ich mir angucken? Oh! Cash, Clubwear and Skatehouse. Clubwear and Skatehouse, Killerstraße 306. Kommt heute zweimal zum Zuge und zwar auf zwei unterschiedliche Weisen. Einmal möchte ich von euch wissen, was heißt Cash, Clubwear and Skatehouse. Ja, ihr glaubt das gar nicht. Wenn ihr regelmäßig zuguckt, werdet ihr euch wundern. Ich könnte jetzt einen Anrufer rannehmen und der sagt, was, ich komme da nicht drauf, die da was. Und es geht um die Verlosung heute eines Hauptpreises, den wir, ach genau, den wir erst am Schluss, würde ich sagen, verlosen. Genau, wir verlosen die Schuhe. Wer will die Schuhe? Ihr wollt die Schuhe haben? Nein, die Schuhe gibt es am Schluss der Sendung zu gewinnen. Also hier sind die Schuhe, um die es geht, die DWS-Schuhe. Und wir können das ein bisschen, ach, noch spannender machen. So, und das T-Shirt gibt es auch dazu. Und das Spannendste ist, dass es das nicht für den jetzigen Anrufer oder die jetzige Anruferin gibt. Sondern nachher sollen alle nochmal da frei mitmachen können, weil ich nämlich nochmal eine Frage stellen werde dazu. Ich wollte euch nur schon mal schön darauf hinweisen. Vielen Dank erstmal. Und das kommt dann später nochmal. Cash, Clubwear and Skatehouse hier. Wieder rein. Hallo, hier ist Dieter. Hallo, hier ist Jenny. Hallo, Jenny. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Mir geht das auch gut. Sascha, du guckst immer so. Ja. Das kommt doch gar nicht mehr wieder. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht eine Game Time machen können. Ja, wolltest du mich zum Spielen abholen? Ja. Ja, okay, gut, machen wir. Ja, dann müssen wir jetzt natürlich mal entscheiden, was wir spielen. 3, 2, 1. Ja, nein. Es kommt ja immer wieder darauf. Da bist du still plötzlich, was? Du? Ja, klar. Ach, du weißt jetzt schon nicht mehr, was du sagst. Ja. Das geht ja erst los, wenn ich dir gleich sage, jetzt geht es los. Ne? Also dann erst. Da musst du eine Minute lang durchhalten. Mhm. Und Dian, habe ich verstanden. Also, du darfst nicht sagen ja, du darfst nicht sagen nein. Mhm. Und du darfst deine Antworten nicht wiederholen. Also nicht vielleicht, 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 sondern vielleicht kann sein, mag angehen, wenn du willst, frag mich nicht so doof, überleg dir die Antwort doch selber und so weiter, ne? Ja. Okay, eine Minute lang musst du das durchhalten und diese Minute startet jetzt. Jenny, du kommst aus Winterhude. Das ist falsch. Falsch? Ja. Oh, schauen wir mal. 52 Sekunden. Ja, 8 hast du da durchgehalten. Das ist doch schon nicht schlecht, oder? Genau, nochmal Luft holen ja. Und dann lassen wir nochmal weiterlaufen. Danke. Also, bitte. Achso, die Zeit läuft schon, oder? Ja, klar. Kann ich sehen. Läuft. Gut. Du hast heute schon deine Hausaufgaben gemacht. Das ist richtig. Und vor allem in Mathe hattest du heute was auf. Das ist falsch. Falsch? Na klar. Wieso? Worin hattest du denn was auf? In Englisch und noch sowas.
Englisch musst du gerade Vokabeln lernen. Muss man eigentlich immer Vokabeln lernen, oder? Nicht immer. Manchmal. Oh. Manchmal? Heute zum Beispiel? Nein. Nein, ach, Jenny. Zwei Versuche haben wir immer gesagt, machen wir, aber das hat jetzt nicht hingehauen. Du, da hilft kein Geflüster und auch nicht, dass du, ach so, wie in Asterix, ne? Du willst jetzt die Luft so lange anhalten, bis ich dir einen Preis gebe. Nee. Das gibt's auch nicht. Du kannst nur deinen Clip dir aussuchen. Okay, dann von den Backstreet Boys. Was? Von den Backstreet Boys? Ja, Anywhere for You. Okay. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Also, kann ich dann vielleicht noch zwei Autogramme von dir? Ja, die schicke ich dir. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Und ist es endlich soweit? Jetzt geht das voll. Und Achtung, Freunde. Achtung. Das riecht ja schon ganz gut hier. Habt ihr das eben gehört? Nein. Jetzt haben die Mikros in dem Moment ausgesetzt. Habt ihr diesen Knall nicht gehört? Könnt ihr ihn denn beschreiben, wie er war? Ja, laut. Enorm. Enorm laut, fantastisch. Dankeschön. Danke, danke. Wenn das schon... Mensch, unten steht bestimmt wieder ein Laster vor dem Einzug für die Klimaanlagenluft. Nina, komm noch rein. Ja, hallo. Es riecht ganz gut jetzt hier, ne? Hi. Setz mich mal. Ja, genau, natürlich. Nina, du bist hier doch zu Hause. Genau. Nina wohnt hier übrigens nämlich auch. Ich muss sagen... Hab mich hier eingenistet. Nina, heute gibt es ja nun zum Thema Tennis was, wo ich echt geschaut habe. Und ich dachte, oh, das ist ja eine Nachricht. Ja. Und wir haben immer gesagt, eigentlich, jetzt berichtest du ja immer über Tennis, so was so drumherum los ist vielmehr. Ne? Aber heute gibt es ja richtig inhaltlich was. Ne? Genau, heute war nämlich Michael Stich schon in der Stadt im Hotel Atlantik und hat seinen Rücktritt erklärt im Herbst. Also er spielt jetzt noch alle Spiele so mit bis Herbst und dann ist endgültig Schluss. Und warum? Das sehen wir gleich. Ja, cool. Okay, dann lass mal Michael sprechen. Ja, ich habe jetzt seit einem Jahr eine Schulterverletzung, die mich doch sehr stark in meinem Spiel behindert, in meiner Leistungsfähigkeit. Und das war eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich glaube, ich kenne meinen Körper selbst am besten und ich habe ein sehr gutes Körpergefühl. Und ich weiß, wann es Zeit ist, vielleicht auch einen Schnitt zu machen. Und ich habe halt das Gefühl, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist und dass ich meinem Körper über die letzten 15 Jahre genügend zugemutet habe. Ja. Natürlich, das ist natürlich auch richtig, richtig hart. Und nun hört Michael Stich einfach auf. Also ein bisschen kann man ihn dann noch sehen. Ist er in der kommenden Woche dabei? Er ist dabei, ja. Oh ja. Ivan Nisevic hat heute auch noch abgesagt. Aber es sind doch noch einige dabei. Ja, ja stimmt, wir sind jetzt vorhin nochmal durchgegangen, wer dabei ist. Also sind ja doch schon noch attraktive Spieler. Ja, das wird sicher interessant. Dabei. Ja, heute war ja Viertelfinale bei den Damen auch. Mary Pierce ist gerade ausgeschieden. Und... Wir verlosen aber Karten. Fürs Wochenende, Karten genau. Karten jetzt für das Wochenende. Ja, mir. Du machst das mal kurz und ich komme gleich wieder, Nina. Gut, wir haben zweimal zwei Karten. Einmal für morgen und einmal für übermorgen. Also wenn ihr jetzt anruft, könnt ihr zwei super Karten gewinnen. Reihe 6, Reihe 5 sehe ich hier. Also ganz tolle Karten. Ruft an. Super, danke schön. Da bin ich auch schon wieder. Ja, und du hältst uns weiter auf dem Laufenden. Ja. Komm mal mit so einer Rexona-Jacke da eigentlich überall rein. Oder kontrollieren die trotzdem? Kannst du ja mal probieren. Ja, also für die das bisher so gewonnen haben, ist das vielleicht so ein Tipp, das mal zu probieren. Bei den Karten müssen wir dazu sagen, unser Empfang ist ja mal merkwürdig besetzt am Wochenende. Du hast das ja, glaube ich, auch schon mal ja, erlebt. Also, wenn dann heute am abholen. Am besten heute abholen. Ja, ne? Sonst sind sie weg. Sonst heute bis 8 würde ich mal vorschlagen, genau. Holt ihr die Karten. Gut. Sonst liegen sie nämlich Montag noch hier. Also das macht man am besten. Okay, danke Nina. Okay. Ich verabschiede mich. Und bevor wir gleich zu einem schönen alten Clip kommen, das ist ein Gegensatz zum Gag, ist das ein Sack, ein schöner alter Clip, okay, den wir euch dann noch spielen werden, wollte ich euch doch noch erzählen. Sag mal, ich weiß, ich beanspruche euch ja ganz schön heute da wieder, aber habt ihr noch mal das Schöne hier parat? Ihr wisst ja, in der Ecke, die Club Wear and Skate House. Oh, das ist jetzt nämlich richtig Action. Aber tut... ihr übermittelt mir ein Ja, wenn ihr einfach so tut, als würdet ihr mich nicht hören. Ja, okay. Also ich wollte euch nämlich nochmal verraten, was Cash so an Klamotten hat, weil wir jetzt leider zum letzten Tag dieser Aktion kommen.
Genau, diese Aktion, da, heute ist der letzte Tag. Das ist eine traurige Nachricht. Viele haben sich schon dran gewöhnt, haben gesagt, so, jetzt geht jeden Tag der One Care Schnappware in Skatehouse in der Kielerstraße 306. Doch es gibt nicht jetzt jeden Tag Sachen von Cash Clubware in Skatehouse in der Kielerstraße 306. Dies ist der letzte Tag, an dem es von Cash Clubware in Skatehouse in der Kielerstraße 306 hier Klamotten zu gewinnen gibt. Und darum kann nachher ein Anrufer, der eine bestimmte Lösung sagt, etwas gewinnen. Und ich wollte euch dazu nur schon mal erzählen, was sie so haben. Da gibt es DVS-Schuhe, Dickies, Drawls, Rootboy, habt ihr schon alles hier kennengelernt, Edward Sebastian und Wu-Tang. Nur so als Beispiele von Marken, so was ihr da so kriegen könnt. Nicht? Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt, denn nachher gibt es nochmal ein kleines Frägsche dazu. Tja, nachdem wir neulich schon alle so glücklich miteinander gefeiert haben, ich glaube, es war auch ein Freitag, und wir uns umarmt haben und sagten, das ist doch wunderschöne Musik, wie kann es noch schöner werden, haben wir gedacht, vielleicht kann es noch schöner werden, wenn wir es einfach fortsetzen. Und darum kommt heute der nächste Clip aus der Reihe Musik, wie sie schöner kaum sein kann. Mein ehemaliges Projekt damals, ihr wisst schon, Modern Talking. Und ich verrate euch doch gar nichts. Guckt einfach mal, was ich heute mit... Den Anzug habe ich aus dem Kerst mitgebracht. Aber das war noch das alte Studio, das wir da nur so ein bisschen vernebelt haben und so und richtig schön. Und vor allem, worauf ich aber stolz bin dabei, ist, damals ist ja, inzwischen sind die Fingerkuppen wieder weich geworden. Aber wenn man viel Gitarre spielt, ne, dann werden sie auch wieder fest. Und damals konnte ich Gitarre spielen, habt ihr es gehört? Die Orchester-Breaks zum Beispiel. Ich konnte ein ganzes Orchester auf der Gitarre spielen. Und all sowas, das hat Spaß gemacht. Das müssen wir auch nochmal wieder hier in die Sendung live holen, würde ich sagen. Aber bevor wir hier noch zum Beispiel PK uns live reinholen und noch andere Sachen, vorher noch Clubware and Skatehouse Sachen gewinnen könnt, kommt hier zuerst eine, wer weiß es, Tafel, die uns sagt, gleich geht es dann doch nochmal nach den News weiter. Guten Tag, willkommen zur Kurzausgabe der Hamburg 1 News. Das sind die Meldungen aus Hamburg. In der Nacht ist es im Schanzenviertel zu Ausschreitungen gekommen. Autonome errichteten brennende Barrikaden, zerstörten Fensterscheiben und bewarfen die Polizisten mit Steinen und Leuchtspurmunition. 3 Hundertschaften der Polizei waren im Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht an. Am Großneumarkt verhinderte ein weiteres Großaufgebot der Polizei Ausschreitungen. Circa 50 Jugendliche randalierten auf dem Platz und beschimpften Passanten, die sich dort aufhielten. Nach Personalienfeststellung konnten die meisten mit einem Platzverweis den Großneumarkt verlassen. Bei einer Schießerei am Gänsemarkt ist gestern Abend ein Mann verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden aus 2 Waffen insgesamt 3 Schüsse auf den Mann abgegeben, von denen 2 den Oberschenkel trafen. 3 Tatverdächtige flüchteten in einem weißen Porsche sowie einem VW Golf. Nach gut einer Stunde beobachtete ein Passant, wie die Täter das Fahrzeug wechselten und zum Tatort zurückfuhren. Dort konnte die Polizei die 3 vermutlichen Täter festnehmen. 2 weitere Tatverdächtige konnte die Polizei ebenfalls in der Nähe des Tatorts verhaften. Ein verschwundener 6-jähriger Junge hat gestern Nachmittag in Meyendorf für eine groß angelegte Suchaktion der Polizei gesorgt. Das Kind verließ um 10 Uhr mit unbekanntem Ziel das Haus. Um 15 Uhr rief die Mutter dann die Polizei. Mit zahlreichen Streifenwagen, 30 Beamten der Bereitschaftspolizei und einem Hubschrauber wurde das Kind nach 4 Stunden Suche in Billstedt aufgefunden und zur Familie zurückgebracht. In Hamburg hat heute Morgen der Wahlparteitag der Landes-SPD begonnen. Die Sozialdemokraten wollen dabei Regierungschef Henning Foscherau zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl wählen. Zum Auftakt bezeichnete Foscherau den Wahlerfolg der Labour-Partei unter Tony Blair als wichtiges Zeichen für die deutschen Sozialdemokraten. Der Sieg sei die Konsequenz aus den negativen Resultaten neoliberaler Politik. Heute um 11:30 ging es für den FC St. Pauli vom Bahnhof Dammtor mit der Bahn in Richtung Stuttgart. Der Kiezklub muss morgen gegen den Tabellendritten antreten. Trainer Nemeth hat allerdings große Personalsorgen, da fast die komplette Abwehr gegen den offensiven VfB Stuttgart ausfallen wird. Nach diesem Spiel soll entschieden werden, ob Klaus-Peter Nemeth den FC St. Pauli auch in der zweiten Liga trainieren wird. So viel zu den aktuellen Meldungen aus der Stadt, nun die Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Der nächste britische Premierminister heißt Tony Blair. In einem dramatischen Sieg erzielte die oppositionelle Labour-Partei bei den Unterhauswahlen die absolute Mehrheit. Nach Auszählung fast aller Stimmen verfügte Labour bereits über 419 Sitze. Die Konservativen unter dem bisherigen Premier John Major erlangten 166 Mandate, die Liberaldemokraten 45.
Damit wird Blair Großbritanniens jüngster Premierminister seit 1812. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70%. Die Jahrhundertflut des Red River in Kanada stand gestern mit ihrem höchsten Pegel vor den Toren der Stadt Winnipeg in der Provinz Manitoba. 650.000 Einwohner, tausende evakuierter Landbewohner und das kanadische Militär warteten in banger Spannung, ob die selbst errichteten Dämme die Stadt vor der Überschwemmung bewahren würden. Der Red River hatte in der vergangenen Woche bereits die Stadt Grand Forks im US-Bundesstaat North Dakota verwüstet und Schäden von rund $1 Milliarde verursacht. Zwei Fahrgäste sind gestern Abend beim Zusammenstoß von zwei Personenzügen nördlich von Kopenhagen ums Leben gekommen. Wie der Rettungsdienst mitteilte, wurden 12 weitere Reisende mit zum Teil erheblichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Über die Ursachen für die Kollision wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die gute Nachricht am besten gleich vorweg, es bleibt heute trocken. Auch wenn der Himmel zeitweise durch Wolken verdeckt wird, bekommt die Sonne im Laufe des Tages auch noch ihre Chance. Bei schwachem Wind steigt die Quecksilbersäule auf Werte zwischen 16 und sage und schreibe 20 Grad. In der Nacht nimmt die Bewölkung zu, die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Keine Sorge, Nachtschwärmer, es bleibt trocken. Am Sonnabend ändert sich das Wetter kaum, Bewölkung und Sonnenschein wechseln sich ab. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 14 bis 18 Grad. Und auch am Sonntag können Sie den Regenschirm zu Hause lassen. Das milde Wetter hält nämlich an. Das war sie, die Kurzausgabe der Hamburg 1 News. Ausführlich sehen Sie die Ereignisse des Tages heute Abend ab 6 Uhr zu jeder vollen Stunde hier bei Hamburg 1. Bis dahin noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Zurück zu Dieter Live. Oh, weiter geht's schon wieder und es gibt schon wieder was zu gewinnen in Dieter Live. Ist das nicht sagenhaft? Ist das nicht das Größte? Hier gibt's die meisten Preise, hier gibt's die meisten Nachfragen, das meiste Generve, das meiste Gesammel. Aber immer wieder auch zufriedene Zuschauer. Freunde, es geht jetzt um Cash. Die kommen aber heute fett hier vor, würde ich auch sagen. Da klingelt die Kasse Clubware and Skatehouse, habe ich schon gesagt, was das heißt. Genau, in der Kieler Straße 306. Täglich haben wir ja schon was verlost. Diese verschiedenen Sachen, die hier noch zu sehen sind. Denkt nicht, dass wir jemanden beschissen hätten. Die Sachen kommen nachher per Kurier alle rüber in die Kieler Straße. So ist es. Tja, und nun möchte ich von euch wissen, ich habe da vorhin erzählt, was es da alles gibt. So ein paar verschiedene Marken habe ich aufgezählt. Ich glaube, 6. Ja, der erste Anrufer, der jetzt 3 davon gleich Jan persönlich ins Ohr flüstern kann, dann beschränken wir uns mal aufs Telefon, der gewinnt diese Schuhe und das DWS-T-Shirt. DWS-Schuhe und DWS-T-Shirt. Und wenn man das anhat, kann man automatisch, so geht man durch die Straßen und fühlt sich anders. So, das ist das Besondere daran. Also, ruft an, genau, vielen Dank, unter 445557. 445557. Jetzt anrufen, 3 Marken nennen und gewinnen. Hallo PK, magst du join me? Sorry, ich komme mal irgendwie durcheinander mit den ganzen internationalen Gästen hier. Zu mir kommen, hier reinkommen. Dankeschön, Hallöchen. Ach, das ist aber nett so. Wolltest du mir sagen, du hast keinen Platz hier? Oder was willst du so? Nee, was willst du begrüßen? Wollen wir uns da hinsetzen oder was? Ja, wo muss ich denn sitzen, Sascha? Da ist der Schicker. Ja. Nee, obwohl, eigentlich hat Sascha das ja immer gerne, glaube ich, auf dem anderen, weil dann Sascha auf der Lehne sitzen kann, ne? Aber, danke. Eine Staunjacke, die kannst du mal selbst sehen. So, PK, oh, L. Ja, L hat eine CD für dich hier gelassen. Ja, schön. Darf ich die mitnehmen? L Bundy mit Midnight Party. Ja, hast du auch gewonnen. Ja. Dauert bei ihm meistens nicht so lange, die Midnight Party, habe ich mir sagen lassen. Was du alles weißt. Also erzähl mal, was du noch so weißt, denn wir kommen hier mit zu den Pop News. Ein fließender Übergang, das ist ja exzellent. Super. Ja, soll ich einfach mal anfangen? Ja, erzähl mal, ich bin schon gespannt. Es ist wieder Freitag und damit Zeit für die Pop News. Neben den aktuellsten Meldungen gibt es natürlich jede Woche tolle Preise, die jeder Anrufer gewinnen kann, wenn er seinen Namen und seine Adresse hinterlässt. Der Hauptgewinn diese Woche, ein Besuch zu Hause von C-Block plus 25 aktuelle CDs. Nee. Wow. Das ist fett. Ja, auf alle Fälle.
Erste Meldung. Verletzt. Keith Duffy, Mitglied der Musikgruppe Boyzone, hat sich auf der Deutschland-Tournee das Handgelenk gebrochen, als er gegen eine Mauer schlug. Oh. Da die Mauer stärker war als seine Hand, kam es zu der Verletzung. Trotzdem wird der Sänger seine Kollegen nicht im Stich lassen. Die vertreten nämlich ihr Heimatland Irland beim diesjährigen Grand Prix Eurovision und Keith wird trotz seiner Verletzung in Dublin mit auf der Bühne stehen. Das nennt man hundertprozentigen Einsatz. Musik oder Basketball? Seit dem Top-10-Hit I Believe I Can Fly kennt eigentlich jeder R. Kelly und seine Gesangsqualitäten. Nun wird der Amerikaner auch noch in einem anderen Bereich aktiv werden, und zwar als Basketballspieler. Der ehemalige Sportstudent unterschrieb einen Vertrag bei den Atlantic City Seagull. Der Manager von Atlantic City, Ken Gross, bestätigt, es ist kein Witz, er ist ein sehr guter Basketballspieler. Obwohl R. Kelly richtig viel Spaß am Sport hat, steht ganz deutlich in seinem Vertrag, dass die Popkarriere vorgeht. Michael macht Werbung. Der King of Pop ist heute, Freitag, den 2. Mai, im Münchner Olympiastadion, um sich der internationalen Presse zu stellen. Neben dem Fototermin hat Michael noch ein weiteres Anliegen. Er rührt die Werbetrommel für seine History World Tour, da die Konzerte in Deutschland noch nicht ganz ausverkauft sind. Wenn ihr Michael Jackson einmal live miterleben wollt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, bei Hamburg 1 Karten zu bestellen für das Konzert am 31. Juni in Kiel. Preis inklusive Bahnfahrttransfer und Konzert 129 D-Mark. Die Telefonnummer 040 für Hamburg 37 00 73 65. Weitere Informationen findet ihr auch im Hamburg 1 Text auf der Seite 430. Oasis Live. Die Britpop-Band Oasis hat sich dazu entschlossen, ihre neue Platte Be Here How mit einer England-Tour zu promoten. Im September soll es losgehen und das kam für einige Fans doch ziemlich unerwartend. Nach dem Zoff und der abgebrochenen US-Tournee hatten Oasis angekündigt, in absehbarer Zukunft nicht mehr zu touren. Zu viel Stress. Nach der Blitzkarriere kommt nun der erste Frust bei den 5 Spice Girls. Das ist aber auch ziemlich normal, wenn man so viel Stress hat wie die Mädels. Im letzten Jahr waren sie pausenlos in Europa unterwegs und nun wollen sie auch noch die Herzen der US-Fans gewinnen. Zurzeit touren sie durch die Staaten und klagen über Stress und Depression. Das waren auch schon wieder die Pop-News für diese Woche. Jetzt zu eurer Gewinnmöglichkeit. Ihr müsst nur bei Popfon anrufen und euren Namen und eure Adresse hinterlassen. Die Nummer 01805223850. Der Hauptgewinn, ein Besuch zu Hause von C-Block und dazu gibt es noch 25 aktuelle CDs, die bringt C-Block dann persönlich mit. Außerdem gibt es an unterschiedlichen Tagen, besser gesagt an unterschiedlichen Tagen, weiterhin CDs. Je nachdem, was von Sash, Insync, Daniel, Aminati, Pharaon, Caverna zu gewinnen. Wenn ihr wollt, hört ihr beim Popphone weitere News, die CD der Woche und das Konzert der Woche und Hamburg 1, besser gesagt die Pop-News, gibt es weiterhin auch im Internet www.hamburg1.de. Und das war es auch schon wieder. Richtig, das ist auch. Ja, Anton meinte, glaube ich, jetzt ist genug. Boah. Ja, ich merke das schon. Jetzt ist auch schön, jetzt musst du dich wieder um ihn kümmern. Ja, das waren immerhin jetzt 4 Minuten oder sowas. Tatsächlich? Die Neuigkeiten erzählt hast. Hm. Das weiß ich nicht genau, so in dem Dreh. Und das, ich glaube, das waren keine 4 Minuten. Und das gefällt ihm dann nicht. Da ist er zu lange alleine. Weißt du, wie der Grand Prix richtig heißt? Das ist so eine kleine Testfrage. Du hast, ich glaube, genau, Grand Prix Eurovision de la Chanson, glaube ich. Ah, ich weiß nicht, ob das inzwischen auch ein bisschen anders ist. Also, wir spielen jetzt um diese CD. Ich habe gedacht, vor Zuschauern, wir können nicht einfach öffentlich diese CD so. Ach so. Achso, wie das jetzt heißt, wirklich? Mir fiel das gerade auf, als du das sagtest. Das hatte irgendeinen Namen, wo ich dachte, jeder verhaspelt sich irgendwie damit. Grand Prix de Chanson d'Eurovision oder so? Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. De la Chanson, kommt das nicht auch bekannt vor? Ja, hab ich das nicht eben gesagt? Ach, also nicht so in der Meldung, aber. Sonst hast du es schon, ja, richtig, gerade gesagt und auch die CD gewonnen. Yeah, ach so. Dann Michael Jackson, das ist natürlich fettes Angebot, wollte ich mal sagen. Ja, weil auf alle Fälle. Wirklich, wir gucken uns ja vorher an hier, was geben wir so in der Sendung durch, was wollen wir gut heißen, wo sagen wir gut, das ist in Ordnung. Und für 129 Mark, das finde ich ein obergeiles Angebot. Also wenn da alles mit drin ist. Bam, da ist alles mit drin. Bla. Also alles. Inklusive, habe ich mir sagen lassen, das ist jetzt unverbindlich. Backstage-Besuch und. Nein, Anton hat Durst. Guckt euch das mal an. Ich habe Anton einen Wasserautomaten gekauft und er hat ihn gerade hierher geschleppt, um zu zeigen, der trinkt ist Zelda? Wieder leer. Nee, mag er gar nicht. Ach so, schade. Anton, ich weiß es. Weißt du, dass der teuer war? Oh, Saft? Den lassen wir jetzt heil, ja? Ich hol dir gleich Wasser. Erstmal möchte ich gern telefonieren. So. Hallo, hier ist Dieter. Ja, hallo. Ja, hallo. Hi, hier ist Sascha. Hi, Sascha. Ja, grüß dich. Na, Sascha Knopp? Nee, Knapp. Knapp, nicht Knopp. Knapp? Knapp womit? Ja, nicht Knopp halt.
Also, aber auch nicht knapp. Wie heißt du bitte? Sascha. Und mit Nachnamen? Knapp. Das kann doch wohl nicht angehen, weil ich gerade nach... Bist du der Gewinner unserer dicken Reise? Ja. Ja. Genau, der bin ich. Sascha. Und du heißt Knapp, nicht nee, Knopf? Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Du heißt Knopf. Ja. Tja, ja, nein, Spiel verloren. Wir haben das jetzt ja immerhin mal rausgekriegt. Du hattest Angst, dass ich sagen würde, oh, dann darfst du jetzt ja nicht mitspielen, weil du ja schon da gewonnen hast gerade, ne? Nö. Ich hatte noch nie bei dir angerufen. Das ist nicht der Gewinner. Nee? Nein. Meinst du ehrlich? Ach, niemals. Doch, das bin ich, bestimmt. Wo wohnst du denn? In Wandsbek. Und wo da? Fang mit D an die Straße. Mit D? Ja. Was ist denn da für eine U-Bahn-Station in der Nähe? Straßburger Straße. Ja, stimmt. Nee. Auf jeden Fall. Bist du umgezogen? Nee. Bist du umgezogen? Nein. Dann stimmt das nicht. Bist du ungezogen? Auch nicht. Ja, auch nicht. Ja, ich weiß nicht so richtig, Tom. Also wir können doch mal dich in einer kurzen Game-Time testen, glaube ich. Ja, das ist schön. In der du nicht Ja oder Nein sagen darfst, ey. Und keine Unwahrheiten von dir geben darfst. Nicht okay. Ja, nicht okay. Nein, keine Antworten wiederholen, keine Unwahrheiten, keine schmutzigen Wörter, keine Pausen über, sagen wir mal, eine halbe Sekunde, keine Fremdwörter, keine urdeutschen Wörter. Ja. Okay, ne? Keine Wiederholung, alles gut? Keine. Gut, nein, nicht Ja, nicht Nein, keine Wiederholung. Eine Minute durchhalten. Anton, lass das heil. Eine Minute ab jetzt. Also, du heißt Sascha Knapp, ja? Das ist nicht ganz richtig. Oder jetzt doch Knopf? Knipp. Knipp, Sascha Knipp ist Knipp. Richtig, ja? Das stimmt. Und du hast ja noch nie angerufen? Ich hatte da noch nie angerufen bei euch, ne? Nee, halt! Oh! Nee, ist das schon mal. Nee. Na gut, so, halbe Chance. Sagen wir den ersten? Ja, okay, eine kleine nochmal für eine Packung Pommes oder so. Ja. Gucken wir mal. Ja, dann läuft die Zeit mal weiter. Du reißt jetzt mal ein bisschen zusammen. Du bist ja schließlich schon 22, ne? 21. 21? Das stimmt. Aha. Aber gehst du noch zur Schule? Ich gehe noch zur Schule, ja. Tatsächlich? Jetzt wieder. Ja, jetzt wieder zur Schule oder jetzt wieder, ja. Ja, das war's, Sascha. Ja, glaube ich auch. Ja, wow. Schade. Tja, ja. Sowas Doofes, ne? Aber grüßen darf ich doch bestimmt noch, ne? Sicher. Bei zwei, ja, okay. Ja, dich auf jeden Fall. Und Krille, Steffi, Ines, Merle, Finke, Vanessa und Peter, der heute Geburtstag hat. Oh, wie alt wird Peter denn? Peter wird 22 heute und feiert im Stadtpark. Schönes Wetter heute, wunderbar. Können auch noch andere Leute kommen? Na, sicherlich, alle. Ey, dann machen wir hier noch die Partyline jetzt freitags immer. Genau. Genau. Das ist gut. Also, wenn ihr Lust habt, im Stadtpark heute abzufeiern mit Peter? Mit Peter, genau. 22, wie sieht Peter aus? Den erkennen wir an seiner Nase. An seiner Nase? Das geht schon. Und siehst du auch so gut aus wie Peter? Nicht ganz so aber gut. Aber du bist auch da? Ja. Siehst du, also Peter und Sascha heute Nachmittag oder heute Abend? Heute Abend. Heute Abend im Stadtpark, Mädels. Genau, könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von Nina Malisa haben? Oh. Ja, boah. Oh, das kriegen wir schon. Oh, ein kleines so. Na, vielleicht kommt ihr heute Abend in den Stadtpark. Na. Okay. Ich kann aber nichts versprechen. Nee, okay. Gut. Alles klar. Schönen Tag noch, ne? Ciao. Okay. Mach's gut, ciao. Jo, tschüss. Oh, was wolltest du hören? Ja, wir suchen uns jetzt mal einen Clip aus. Ja. R&B mit Spring war das, glaube ich. Oh, da bist du schon wieder. Okay, ja. Ach so, schade. Jetzt wollte ich mir gerade den nächsten Modern Talking wünschen. Ja, schade. Naja, was soll ich? Schade. Patrick hat sich auch gefreut. Mhm. Gut. Tja, dann suchen wir uns keinen aus und spielen für dich R&B. Schön. Okay. Bis dann. Tschüss. Spring is my love. I saw spring rustling in the trees, filled my heart with delight, rebirth of all kind, sceneries which will fill my soul, which will tranquilly last forever in my mind. Thank you.
ich wurde hier gerade noch von PK ein bisschen versorgt, damit ich auch ordentlich aussehe. Das sind doch noch nicht alle. Hast du den Rest jetzt behalten, oder was? Ach so, willst du die gesamte Family auf dein Hemd haben? Ja, bitte. Oh ja, wunderschön. Warte, das sind aber nur die Knaben, Michael. Ach so, da sind auch welche. Ich dachte, da wären nur... Hä? Da wären nur Mädels bei der Kelly Family. Ach ja, Entschuldigung. So was. So, siehste, volles Programm. Na, siehste wohl, so geht man noch auf die Straße. Das ist doch schön. Ich muss mal so Sticker kaufen, glaube ich. Oh, Alter, bist du wahnsinnig? Anton ist gerade mit dem Gasfeuerzeug abgehauen, mit dem Plastik, das ich noch knacken gehört habe. Hm, ich glaube, davon trennen wir uns an dieser Stelle mal. Oh. Und ich würde sagen, dass wir reingehören, weil gemeinsam, ich gehe mal zu Pika rüber, dass wir nach der Werbung, wollte ich sagen, gemeinsam reinhören. In die Cliptips. Oh, habt ihr gerade E-Mails parat? Ich meine, dann können wir natürlich auch mal erstmal Werbung machen. Fände ich eigentlich viel besser. Und dann E-Mails angucken und dann Cliptips und so weiter. Na gut, dann kommt hier erstmal eine Tafel, die uns sagt, gleich sticken wir weiter. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Genie X und wer mehr zu diesem Thema wissen möchte oder meinen stummen Freund kennenlernen möchte, der sollte am Freitag wieder einschalten um 22.15 Uhr zu Genie Extra und das Ganze auf Hamburg 1 natürlich und dann schauen wir da mal und vielleicht auch da mal genauer rein. Bis dann. Tschüss. Mikael Bierbeck. Genie Extra. Freitag um 22.15 Uhr bei Hamburg 1. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Über 5 Millionen Leser informieren sich Woche für Woche mit Fokus. Lesen auch Sie Nachrichten ohne Umwege. Fokus kommt schneller auf den Punkt. Überzeugen Sie sich selbst. Wählen Sie 0130-3009 und testen Sie Fokus 10 Wochen lang für nur 36 Mark. Als kleines Dankeschön erhalten Sie die Original-Fokus-Mini-Datenbank. Rufen Sie jetzt an 0130-3009. Wir schicken Ihnen postwendend die Unterlagen zu. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Sie zeigt keine Gnade. Sie hat eine Mission. Sie wird den 70er-Jahre-Glamrock zum Leben erwecken. Du kannst dir nicht entkommen. Glitter and Glitz, die herausragendste 70er-Jahre-Glamrock-Sammlung aller Zeiten. 60 Originalhits von 60 Originalinterpreten auf 4 CDs. Bleibt dran, Leute, diese Zusammenstellung gibt's nicht im Laden. Glitter and Glitz von Sounds Direct gibt's nur unter dieser Telefonnummer. Deshalb ruft an, und zwar jetzt. Testen Sie Fokus 10 Wochen lang. Rufen Sie jetzt an 0130 3009. In dieser Woche sind wir zu Gast bei Darius Michalczewski. Wenige Wochen vor dem großen Kampf gegen Virgil Hill. Über den wollen wir natürlich reden. Und über alles mögliche andere. Über die Karriere, über die Familie, über das Malen. Über all das reden wir in dieser Woche bei Zu Gast bei. Schauen Sie doch rein, ich würde mich freuen. Zu Gast bei mit Sandra Mahn. Sonntags direkt nach den 18 Uhr News bei Hamburg 1. Und nun zurück zu Dieter Live. Freunde, wir freuen uns so über... Ach, du hast ja... Ja, doch, auch schon schöne Sachen drauf. Wir freuen uns so über tolle Star-Sticker, die wir hier gerade unter uns aufteilen. Die machen so viel Spaß. Ja, die machen Spaß, gute Laune, gesund, besser als Vitamine. Alter, ein Riesenhund hier im Studio. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal zu den angekündigten Clip-Tipps dieser Woche kommen, die wir so bisher gezeigt hatten. Ja, fangen wir auch mit dem Motor ran. Jerry Ivano, Love Won't Wait. Ja. Es klingt irgendwie so ein bisschen Take That-mäßig, finde ich. Also erinnert schon daran, woher kommt es, woher kommt es. Oh, die finde ich am schönsten. Ja. Fat and Funky, Let's Groove.
Schön, aber Ohr, ja. Das ist das Dumme, wenn man kurz reinhört bei dem hier, und wenn du länger anhörst, also ich finde, da passiert zu wenig. Im Gegensatz zu Notorious Big, wo von Anfang an gar nichts passiert. Musikalisch jedenfalls. Den Clip finde ich ziemlich geil. Aber, ja, ich finde, das da ist wieder Musik, ne? Ja, einmalig. DJ Bobo. It's my life. Tja, es fehlt da. Also ich würde sagen, wenn man DJ Bobos Stimme austauschen würde, gegen einen richtigen Rapper. Und sein Gesicht? Dann wäre das obergeil. Das ist das nämlich einfach nur. Also das. Ach, aber bestimmt ein geiler Produzent, glaube ich, zum Beispiel. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, bitte. Was hätte dann ein richtiger Rapper mit der Musik zu tun? Stimmt. Das ist naja, gut, also das geht naja. Zu tief, aber... Komm, wir verraten das jetzt einfach, was Clip der Woche geworden ist. Er hat seinen eigenen Stil gefunden. Er hat seinen eigenen Stil. Er kopiert Stil, mich nicht rein. Nee, das ist wahr. Ich sage, er wäre ein guter Produzent, aber er muss doch nicht, immer selbst zu hören sein. Ach, boah, ja, er spielt auf die Groupies normal. Als Produzent hast du keine Groupies. Wir spielen jetzt Gary Barlow. Was? Ja. Ich spiele Gary Barlow. Eigentlich ist DJ Bobo Clip der Woche, aber wenn PK den so verteilt sogar, ich wollte ihn wenigstens niedermachen und dann spielen. Dann spielen wir lieber Gary Barlow. Nö, dann am schlechtesten finde ich Fat and Funky. Nö, aber jetzt spielen wir Gary Barlow. Na gut. Ja. Alles Gary klar. Barlow, Clip-Tipp der Woche, von Madonna produziert, ja, ne? Vorher weißt du das? Von PK, der sitzt mir gegenüber im Büro. Achso, wer's? Ah, hab ich gehört. Dann kommt er hier mal, ja. Ne? Dann mal ab! Alter, hier guckt Dieter live bei Hamburg 1. Und ich würde sagen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen zu Faxen kommen und ein bisschen zu E-Mails natürlich. Und ich kann sagen, Cash, Clubware and Skatehouse. Schöne Grüße. Diese Woche haben wir jetzt los, aber heute ist schon der zweite, genau, da geht es zu Ende. Und der Hauptpreis ist damit jetzt auch vergeben. So ist das so. Ich würde sagen, ne, ihr schickt mir mal einfach so ein E-Mail rein, da, wenn ich das gerade, wenn euch das gerade passt. Und ich lese uns Faxe vor, hier auch nochmal. Das sah aber sehr groß aus. Also, hier waren dann noch Sachen von Edgar the Best zum Beispiel. Hier meldet sich Edgar the Talker. Au, du... Hi Dieter, es ist zum Kotzen, wenn ein Gewinn nicht okay ist und andauernd gemeckert wird. Undankbar. Warum macht es nicht so, dass zum Beispiel am Anfang der Sendung vielleicht 10 Gewinne gezeigt werden und jeder Gewinner sich einen davon aussuchen muss? Lieber Anrufer, jeder Anrufer weiß dann, was noch zu haben ist und kann nicht mosern. Auch das ist, finde ich, eine gute neue Idee von Wolfgang aus Farmsen. Vielen Dank. Hier melde ich Edgar. Ich möchte auch meinen Senf zu deinem Dauerthema mehr Zeit für Faxe, Clips oder Anrufer dazugeben. Das Problem ist ganz leicht zu lösen, nämlich mehr Zeit für Faxe, mehr Zeit für Clips, mehr Zeit für Anrufer und auch mehr Zeit für dich, nämlich mehr Arbeitszeit. Ganz einfach, ihr verlängert endlich die Sendezeit. Und hier ist der fette Spruch von DJ Sven. Ach du Scheiße. Super Solo Exi Bolo Crack Spezial Wildwasser Westafrikanisches Warmwasser Warzenschwein Spitzenklasse. Für dich zum Nachlesen und Üben. Ja, vor allem üben dann erstmal, aber das dauert jetzt noch etwas, würde ich sagen. Wir kommen mal zum nächsten E-Mail. Hallo Dieter, Thorsten Kigut schreibt dir, mich nervt es, wenn ein paar Leute nur wegen die Preise anrufen. Eigentlich wollte ich das gar nicht vorlesen, da geht immer die meiste Zeit drauf. Ich finde, dass ich das mal ändern müsste. Dieter Live ist echt super, legen Sie den Text bitte vor. Ich habe das nur gemacht, weil du gesagt hast, mach das bitte. Und dann dachte ich auch, gut, lieber Thorsten Kigut, dann machen wir das. Wir können auch noch mal ein paar mit so in die kommende Woche, glaube ich, einfach mit reinnehmen. Wie wäre das denn? Warum nicht? Ich finde, wir erweitern das jetzt einfach mal. Naja, Freunde, gleich ist Dieter Live schon zu Ende. Weiter geht es gleich nochmal mit den Hits. Sonntags gibt es noch das Best-of, auch diesen Sonntag gegen 11 Uhr am Vormittag. Ich würde sagen, das guckt ihr erstmal an und dann diskutieren wir weiter. Bis dann. Tschüss. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Genie X. Und am Freitag gibt es natürlich wie immer eine brandneue Ausgabe von Party Patrol and More. Was wir da wieder alles Lustiges, Kurioses und Heißes erlebt haben, das erfahrt ihr am Freitag. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, eure Genie. Ciao. Genie X auf Party Patrol and More. Jeden Freitag um 22.40 Uhr bei Hamburg 1. Now, here comes the music.
Hi, hallo und herzlich willkommen zu den Hamburg 1 Hits am Freitag.